Hallo, hier ist die Frenzi, heute im Einsatz für die PC-Welt. Und zwar sitze ich in einem Hotel am Pool und teste diese Taucherbrille mit Videofunktion und Fotofunktion. Ich stehe jetzt hier kurz davor, in den Pool zu gehen und fühle mich reichlich bescheuert. Die anderen Badegäste sehen das auch. Ich finde, mit Taucherbrille sieht man bescheuert aus. Die ganze Zeit zeichnet jetzt schon die Kamera auf und jetzt geht's los. Also, ich fühle mich reichlich lächerlich mit dieser Brille. Man sieht unheimlich doof aus und ich bin gespannt, wie die Fotos und Bilder jetzt geworden sind, die wir im Pool gemacht haben. So, es ist Zeit, mein Fazit zu ziehen. Und zwar habe ich jetzt diese Taucherbrille zweimal getestet, einmal im See und einmal im Pool. Und ich muss sagen, im See lohnt es sich einfach nicht, weil man gar nichts sieht und da diese Videofunktion und die Fotos überhaupt nicht nutzen kann. Aber im Pool ist es schon äußerst lohnenswert, es ist ein Heidenspaß. Und im Meer wäre es wahrscheinlich noch besser, wenn man dann irgendwie auf dem Malediven ist und einen Riff filmen kann oder so.